Heute finden wir den Schatz von Otis Miller und damit erstmal herzlich willkommen, meine lieben Schatzsucher, zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2 im 100% Guide und auch aktuell bei allen Schatzsuchen hier in diesem wundervollen Spiel. Ja, wie bereits erwähnt, suchen wir heute den Schatz von Otis Miller und dafür brauchen wir erstmal zwei zerrissene Schatzkartenhälften. Und nur für euch, die Schatzkartenhälften finden wir ab Kapitel 2, den Schatz allerdings erst im Epilog. Also falls ihr noch nicht weiter als Kapitel 6 seid, dann beendet am besten jetzt das Video. Für alle anderen, ja, die Schatzkarten zeige ich jetzt. Und in diesem Video werden wir auch zwei einzigartige Waffen finden. Wie wir diese bekommen, das zeige ich natürlich auch. Und ich würde mal sagen, wir begeben uns jetzt zu dem Ort, wo ihr die erste zerrissene Schatzkarte findet. Um die erste Hälfte der zerrissenen Schatzkarte zu finden, müssen wir uns hier nordwestlich von Strawberry begeben, und zwar über den W von West Elizabeth, nämlich ganz hier oben. Und wenn wir dann hier sind, dann sehen wir hier eine verlassene Hütte. So scheint es zumindest, aber die ist nicht verlassen. Und ich würde euch schon mal empfehlen, jetzt mal eure Knarre zu nehmen und mal zu der Hütte hinzugehen. Ja, denn hier lebt eine Einsiedlerin, eine alte Dame, die uns die Karte nicht so einfach aushändigen wird. Wir sehen sie schon. Und sie hat auch Hunde anscheinend. Ja, die ist uns nicht so freundlich gesandt, wie ihr bemerkt. Ja, ich verschwinde ja nirgendwo. Ja, und die Hunde kommen jetzt schon auf uns zu. Wir müssen die jetzt leider abknallen. So leid es mir auch tut. Und die alte Dame natürlich genauso. Weil ihr merkt schon, die wollte schon auf uns ballern. Wir haben auch jede Menge Ehre verloren, aber es nützt halt nichts, wenn wir den Schatz finden wollen. Ja, wir schauen uns hier mal kurz auf dem Gelände um. Ihr könnt diesen Ort auch untersuchen, aber ich will ihn ehrlich gesagt nicht untersuchen, weil ich mache nochmal einen separaten Guide über alle Orte, die es so gibt, also alle besonderen Orte. Die alte Dame könnten wir eigentlich mal noch plündern. Von ihr bekommen wir jetzt keine spezielle Waffe in dem Sinne, nur eine doppelläufige. Ja gut, die könnten wir eigentlich auch mal aufheben. So, da haben wir sie mal. Aber das Wichtigste ist neben den Schwarzgebrannten und dem Elixier, was wir natürlich auch mal aufheben, hier in dieser Schublade. Und hier liegen auch Premium-Zigaretten, auch die hebe ich noch nicht auf, weil ich diese auch in einem separaten Guide alle vorstellen werde, beziehungsweise die Fundorte davon. Wir wollen aber mal die Schublade hier untersuchen. Denn darin finden wir die erste zerrissene Schatzkarte. Und es ist auch egal, an welchem Ort ihr mit der Suche nach den zerrissenen Schatzkarten beginnt, denn ihr werdet am Anfang immer, egal wo, die erste zerrissene Schatzkarte erhalten. Gut, jetzt aber mal auf zum zweiten Ort für die zweite zerrissene Karte. Für den zweiten Teil der Schatzkarte müssen wir einmal über die komplette Map reiten. Nur noch mal kurz zur Info, hier oben waren wir und haben den ersten Teil der zerrissenen Schatzkarte gefunden. Und jetzt müssen wir hier komplett über die Map bis oberhalb von Annisburg. Also hier unten ist Saint-Denis, hier ist Van Horn und hier ist Annisburg, ganz hier oben. Und auch hier ganz oben, nämlich genau da, wo ich gerade bin, findet ihr eine zweite Hütte. Und hier wohnt ebenfalls ein Einsiedler drin. Und ja, ich wurde gerade von einem Puma attackiert, deswegen habe ich auch die Kratzspuren hier auf dem Rücken. Ja, aber jetzt mal zurück zur Suche. Hier vorne ist die nächste Hütte. Und hier solltet ihr sehr, sehr viel Obacht geben, beziehungsweise kommt hier auch natürlich ein Appell von mir. Denn dieser Einsiedler hat eine einzigartige Waffe. Nämlich die seltene Flinte. Und wenn ihr ihn jetzt killt, solltet ihr diese unbedingt aufheben. Denn wenn ihr hier wegreitet, ist sie dann für immer weg. Also unbedingt aufheben. Und wir hören ihn schon schreien. Ja, ich verschwinde nicht. Komm raus, mein Lieber. Ich bin auch hier nicht, um irgendwas zu kaufen, sondern um dir deine Schatzkarte abzunehmen. Bastards, Bastards, Bastards.
Ja. Und der ballert direkt auf uns. Oh. War sogar noch nicht mein Headshot, aber jetzt. Ja, bevor wir zu ihm gehen, sehen wir uns aber hier auch erstmal nochmal um. Ja, hier können wir leider nicht rein. Und auch sonst werden wir wahrscheinlich nichts finden, gehe ich mal davon aus. Mal kurz hier umsehen. Auch an der rechten Seite des Hauses. Aber nö, hier finden wir nichts. Außer natürlich die Waffe, die uns auch hier Gold unten auf der Minimap angezeigt wird. Zuerst aber plündern wir ihn mal. Und heben hier noch die seltene Flinte auf. Und ich kann sie euch auch mal kurz zeigen, wie die aussieht. Nämlich genau so. Eigentlich ganz hübsch. Aber das Wichtigste für diesen Part ist natürlich noch der zweite Teil der Schatzkarte. Und dafür gehen wir hier ins Raus rein. Und finden hier diesen kleinen Schrank. Und genauso wie in der anderen Hütte ist auch hier der zweite Teil der Schatzkarte. Natürlich auch noch Premium-Zigaretten, aber ihr wisst ja, den oder die nehme ich dann später mit. Ansonsten können wir uns natürlich nochmal die Hütte ein bisschen genauer ansehen. Vermute aber, dass wir hier auch nicht so viel finden werden. Woher, wir haben ja noch einen Schrank. Schlangenöl und Waffenöl ist sogar noch drin. Das heißt, wir könnten jetzt auch nochmal gleich die Waffe reinigen. Oh, hier ist noch ein Schrank. Und ein bisschen Dosengemüse haben wir hier noch. Auch immer gut. So ein bisschen was für nebenbei. Muss ja alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ja, ansonsten war's das, denke ich mal. Und nun begeben wir uns zum Schatz von Otis Miller. Wir können nun die zusammengesetzte Karte betrachten. Und die schauen wir uns auch mal an. Und hier sehen wir zwei Kreuze an unterschiedlichen Orten. Und das soll uns, ja, den Ort zeigen, wo der Schatz im Prinzip versteckt ist. Wir können die Karte aber auch mal umdrehen. Und da steht ein Text drauf, den wir jetzt mal zusammen lesen werden. Mein Leben ist täglich in Gefahr und die ganze Welt scheint sich gegen mich verschworen zu haben. Ich werde schon seit vielen Jahren gejagt, weil man mir mehrere Verbrechen zur Last legt, die ich nicht begangen habe. Viele tapfere Männer, unter denen sich nicht ein einziger Lügner oder Feigling fand, sind gestorben, weil sie mit mir geritten sind. Ich fürchte Verrat und schaue ständig hinter mich. Ich verstecke diese privaten Gegenstände bis zu dem Tag, an dem ich meine Unschuld beweisen kann. Dann werde ich wieder mit meiner Frau zusammenleben und mit den Tatum-Brüdern, den letzten loyalen Freunden, die mir noch geblieben sind. Otis Miller. Ja, das hat er geschrieben. Und da wir jetzt seinen Schatz finden werden, heißt das im Umkehrschluss, dass er niemals seine Unschuld beweisen konnte. Jetzt aber mal kurz zu dem Ort, wo der Schatz ist. Und zwar habe ich am Anfang gesagt, dass ihr erst ab Epilog 1 hierher reisen könnt, denn er befindet sich hinter dem Gebiet von Blackwater. Nochmal hier zur Übersicht. Hier ist die Map, sage ich jetzt mal, bis zu Kapitel 6. Und wenn wir dann in Blackwater angelangt sind und weiterreiten, vor allem ohne dass wir gejagt werden, dann befindet sich der Schatz hier oben, quasi nordwestlich von Armadillo bei den Twin Rocks. Ihr seht auch schon, das war das erste Mal, dass ich jetzt auch weiter als nach Blackwater geritten bin. Also auch für mich komplettes Neuland hier. Ja, und bei den Twin Rocks ist die Waffe dann hier oben, beziehungsweise der Schatz. Weil bei euch sollte dann auch dieses Waffensymbol hier auftauchen. Und das ist der Revolver von Otis Miller, nämlich der zweite einzigartige Gegenstand, beziehungsweise die zweite einzigartige Waffe hier bei dieser Schatzsuche. Und wenn ihr dann hier vor dieser Felswand steht, dann findet ihr so ein Loch im Felsen. Und da huschen wir mal rein und finden hier die Schatztruhe. Und da sehen wir auch schon den Revolver. Und exotische bzw. erotische Fotografien können wir aufheben, die, ja, Otis
seinen Schatz nannte. Die gucken wir uns natürlich auch gleich mal an. Aber zuvor will ich auch noch den Revolver haben. Und da haben wir ihn, Otis Millers Revolver. Ja, das ist die erste Schatzsuche, wo wir keine Goldbarren finden. Aber ich finde, so eine Waffe, die hat auch was. Wir gucken sie uns mal an. So sieht die aus. Eigentlich ziemlich cool, muss man wirklich so sagen. So Gold. Hat schon was. Und natürlich gucken wir uns auch gleich mal die erotischen Fotografien an. Mal gucken, was es so hat. Das geht ja schon heiß los. Lesen können wir leider nichts. Aber mein lieber Schwan, damit kann man schon mal einen Kalender füllen. Ich gehe sie jetzt mal einfach mal der Reihe nach durch, damit ihr sie auch mal alle gesehen habt. Hat er schon ein bisschen Stil, der Otis. Auf jeden Fall einen guten Geschmack. Ja, und das ist noch das letzte Bild. Schöne Äpfel. Keine zweideutigen Anspielungen, nein. Ja, Leute, falls euch die Schatzsuche gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und das Video mit euren Freunden teilt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bei der nächsten Schatzsuche hier in Red Dead Redemption 2 wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, meine lieben Freunde.